Hand aufs Herz. Würden Sie hier die Fahrbahn überqueren? Hier ist das natürlich was anderes, oder? Komm, behalt euch! Meine Herrschaften, was machen Sie hier? Ein Film, sieht man doch, oder? Was für ein Film? Wir drehen hier einen Unfallverhütungsfilm im Auftrag der Deutschen Bundesbahn. Es geht um das Überschreiten von Gleisen. Ein wichtiges Thema für alle Eisenbahner. Denn viele arbeiten sozusagen am Gleis, oder besser gesagt im Gleisbereich, und müssen täglich die eiserne Autobahn überqueren. Man muss wissen, warum hier andere Regeln gelten als im Straßenverkehr. Das wollen wir in unserem Film zeigen. Damit Sie sicher rüberkommen, damit Sie sicher nach Hause kommen, damit Sie auch weiterhin Ihr Leben genießen können. Mit Ihren Kollegen, Ihren Freunden und Ihrer Familie. Danke. Das war spitze. Gestorben? Wirklich? Allererste Sahne. Und jetzt? Bild 14, Totale. Das Filmteam benutzt eine Überführung, vorneweg der Regisseur, also du. Also ich. Der Regisseur, der seine Leute zur Eile antreibt. Okay, wir drehen das Ganze als Silhouette gegen den Himmel. Ja, genau. Gut. Zuerst mal umziehen. Wieso? Der Schal muss weg. Im Gleisbereich darf nur eng anliegende Kleidung getragen werden. Und mit den Schuhen kannst du nicht im Schotter herumlaufen. Ja, okay, alles klar. Kein Problem. Halt! Wohin? Ja, darüber zur Überführung. Aber doch nicht über die Gleise. Geh außen rum. Komm, es ist ein Riesenumweg hier mit der schweren Kamera. Wenn es unbedingt sein muss. Sicherheit geht vor. Die Grundregel lautet, Gleise nur überschreiten, wenn es unbedingt notwendig ist. Dabei müssen entsprechende Einrichtungen benutzt werden. Zum Beispiel Überführungen.
oder Unterführungen, Absperrgitter oder Drehkreuze. Aber alle diese Einrichtungen sind keine Garantie. Weder Bohlenwege noch Umlaufsperren. Sie haben nur einen einzigen Zweck. Sie daran zu erinnern, dass Sie immer wieder aufpassen müssen. Dass die Bremswege von Auto und Zug extrem unterschiedlich sind. PKW und Reisezug fahren parallel mit Tempo 80. An der markierten Stelle beginnen sie zu bremsen, bis zum Stillstand. Der PKW, Gewicht 1 Tonne, der Reisezug, Gewicht 160 Tonnen. Ganze noch einmal. Beim Auto haben wir eine sehr hohe Reibung zwischen Gummirad und Straße. Dadurch wird der Bremsweg relativ kurz. Die Reibung zwischen Stahlrad und Stahlschiene ist sehr viel geringer. Außerdem ist das Gewicht viel größer. Ergebnis: ein sehr viel längerer Bremsweg. Sag mal, hast du schon gecheckt, dass wir einen Unfallverhütungsfilm drehen? Sie so vielleicht recht, Madame. Nicht mal, wenn du ein Panzer wärst. Du stehst voll im Gefahrenbereich. Wieso? Angenommen, du hast rechtzeitig einen Zug gesehen. Volltreffer. Dann musst du von der Gleismitte einen Mindestabstand von 3 Metern halten. Also etwa hier. Von vorbeifahrenden Zügen können vielerlei Gefahren ausgehen. Zum Beispiel bei Wagen mit Lademaßüberschreitung oder bei verschobenen Ladungen, von herabhängenden Teilen oder flatternden Wagendecken. Offene Türen sind ebenso gefährlich wie lose Drähte. Bei Schnellfahrstrecken spielt außerdem der Sog des Zuges eine Rolle. Aber es gibt noch mehr Punkte, die beachtet werden müssen. Damit kommen wir zum Thema Sehen und gesehen werden. Sehen und gesehen werden. Das gilt auch bei der Bahn. Deshalb bei Arbeiten im Gleisbereich immer Warnkleidung tragen. Aber Vorsicht, ich habe ja Warnkleidung an, also kann mir nichts passieren. So zu denken wäre natürlich völlig falsch, denn Züge können nicht ausweichen. Ausweichen müssen die Mitarbeiter, die im Gefahrenbereich der Gleise arbeiten. Und das bedeutet, die müssen jede Fahrt sehen und handeln. Sehen und gesehen werden, auch bei Dunkelheit. Hier ist die Sicht problemlos, aber nicht bei jedem Wetter. Gestorben? Okay.
Was ist die nächste? Hol mal den Kaffee. Okay. Die gleiche Einstellung bei dichtem Nebel. Aus der Nebelwand schießt ein Zug heraus. Okay, und wo kriegen wir den Nebel her? Eine Nebelmaschine, ganz einfach. Quatsch, damit können wir doch nicht die ganze Landschaft einnebeln. Laut Drehbuch brauchen wir noch einen Schneesturm. Der Schnee ist gestrichen. Wir machen nur Sturm. Drehbuchautoren. Ich wundere nur, dass kein UFO auf dem Zug landen muss. Na und? Das würden wir genauso hinkriegen wie die in Hollywood. Tja, und was ist jetzt mit dem Nebel? Na ja, lass dir was einfallen. Komm. Ich weiß ganz genau, wie wir das machen. Nebel und Schnee dämpfen jedes Geräusch erheblich. Man sieht herannahende Züge nicht nur schlechter, man hört sie auch zu spät. Nebelmaschine! Nochmal! Wir müssen uns immer vergegenwärtigen. Erstens, wegen der hohen Geschwindigkeit und der großen Masse kann ein Zug nicht schnell zum Halten gebracht werden. Zweitens, im Gegensatz zum Auto kann ein Zug nicht ausweichen. Und drittens, ein Zug ist schneller heran, als man denkt. Ein IC legt bei Tempo 160 in einer Sekunde 44 Meter zurück. Das sind für 100 Meter nur gute 2 Sekunden. Wir wollen Ihnen das einmal optisch demonstrieren. Okay, wir kommen. '97, '98, '99, 100. Okay, wir sind auf Position. Zwei Sekunden. Sie entscheiden alles. Unser Kameraassistent meinte, das schafft man doch leicht über beide Gefahrenbereiche. Okay, geben wir ihm so viel Zeit, wie der Zug für die 100 Meter gebraucht hat. 2,27 Sekunden. Er hat es nicht geschafft. Er ist noch mitten im zweiten Gefahrenbereich. Das ist höchst gefährlich, denn allzu leicht kann man den Gegenzug überhören und übersehen. Deshalb niemals Gleise kurz vor oder hinter fahrenden oder stehenden Fahrzeugen überqueren. Begleiten wir den Lokführer eines Güterzuges. Er wird gleich abgelöst und freut sich schon auf den Feierabend. Hier im Führerstand des Triebfahrzeuges ist er in Sicherheit. Hallo, grüß dich. Ja? Wie war's? Gut. Gut. Alles prima, glaube ich. Das war's für heute. Okay. So. Loks in Ordnung. Mhm. Alles bestens. Alles klar. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Unser Lokführer ist aber noch lange nicht zu Hause. Zuerst muss er noch einige Gleise überschreiten und dabei kann ein gefährlicher Gewöhnungseffekt eintreten. Man ist in Routine, durch ein Gespräch abgelenkt oder mit seinen Gedanken ganz woanders. Deshalb, das Sicherheitsempfinden bitte noch nicht abschalten. Es ist erst Feierabend, wenn man zu Hause ist. Nicht immer lassen sich Gleise so problemlos überschreiten. Bei Raureif, Schnee oder Glatteis muss man besonders aufpassen, denn es besteht Rutsch- und Stolpergefahr. Es ist grundsätzlich verboten, auf Förderanlagen, Gleisbremsen, Schienenköpfe, Zwangsschienen oder Weichenzungen zu treten. Also, wir machen jetzt Bild 33. Da hat der Moderator diesen Auftext, danach diesen. Und der Regisseur, da kommt wieder einer. Der kommt hier rein? Nee, der fährt da drüben hin. Bei den vielen Kreuzungen und Weichen kann kein Mensch sagen, wo der Zug... Darf ich mal? Ja, das ist eine satte 8. Wo der Zug letztendlich hinfährt. Ja.
Endspurt. Wir drehen die letzte. Ton ab. Ton läuft. Kamera. Läuft. 111.1, die erste Schnapsklappe. Bitte. Zum Abschluss unseres Films eine kurze Zusammenfassung. Grundsätzlich müssen gesicherte Übergänge benutzt werden. Sollte dies einmal nicht möglich sein, denkt der kluge Mann immer an Folgendes. Erstens, ein Zug kann nicht ausweichen. Zweitens, ein Zug kann nicht so schnell zum Halten gebracht werden, da der Bremsweg aus verschiedenen Gründen sehr lang ist. Drittens, bei Schnellfahrstrecken sind die hohen Geschwindigkeiten nicht zu unterschätzen. Ein Zug ist schneller da, als man denkt. Viertens, einen Sicherheitsabstand von mindestens 3 Metern von der Gleismitte ab einhalten. Fünftens, bei Arbeiten im Gleisbereich unbedingt die Warnkleidung tragen. Sehen und gesehen werden. Wer möchte das nicht? Sehen oder gesehen werden? Aber so ein Sommertag macht nur Spaß, wenn man ihn gesund erlebt. Also, Vorsicht beim Überschreiten von Gleisen ist keine Feigheit. Danke.